I was wrong then about the path that inflation would take. Zuerst sagten sie, es gebe keine Inflation, dann sagten sie, es wäre harmlos, dann sagten sie, es wäre nur zeitweise, dann sagten sie, sie hätten es unter Kontrolle und nun sagen sie, dass sie die massive Inflation nicht erwartet hätten und sie völlig unerwartet kam. Noch schlimmer, sie machen Schuldzuweisungen. Putin soll schuld sein. Die Wahrheit ist, sie sind schuld, aber sie sind nicht die, die es ausbaden. Der kleine Bürger, für den Lebensmittel immer teurer werden, er wird es ausbaden. Der normale Bürger mit dem normalen Beruf, welcher bisher immer gereicht hat, um davon zu leben, der sich nun plötzlich anhören muss von der Regierung, dass er weniger essen soll, weniger Auto fahren soll, weniger in den Urlaub soll und sich weniger Unterhaltung gönnen soll, um diese Zeit zu überstehen. Er muss es ausbaden, während sie in ihren Villen und Häusern sitzen, ohne sich jemals die gleichen Sorgen machen zu müssen, über die sie euch ständig belehren und rechtweisen wollen. Money, money, I want more money. Dies ist ein Kryptokanal, doch jeder, der schon eine Zeit lang in diesem Markt ist, dem wird aufgefallen sein, dass sobald man anfängt zu investieren und das Ganze zu verfolgen, man viel mehr vom Leben und wie die Dinge funktionieren mitbekommt. Wirtschaft, Politik, Finanzen, Selbstständigkeit, Entscheidungsfindung. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig, Wahrheit, Lügen, Recherche, Risikoabwägung, Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung. Das sind nur ein paar Dinge, mit denen man früher oder später intensiv konfrontiert wird, wenn man sich irgendwann dazu entscheidet, seine Finanzen und seine Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. Nicht mehr nur auf das Leben im Hamsterrad vertrauen will, dessen Qualität sich ständig verschlechtert und bei dem man selber nicht mal die Sicherheit hat, ob es für die nächsten 20 bis 30 Jahre reichen wird. Ob die Rente reichen wird, ob man das Leben genießen kann, ob man das Leben überhaupt jemals richtig sehen kann. Die Inflation in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit langer Zeit. Die Energiepreise, Spritpreise, Mieten, Lebensmittelpreise, Lebensunterhaltskosten, alles steigt unglaublich schnell in die Höhe, aber eure Löhne steigen nicht gleichmäßig mit an. Und dabei habt ihr nie etwas falsch gemacht, ihr habt euch nichts zu Schulden kommen lassen. Ihr seid täglich aufgewacht, seid zur Arbeit gegangen und habt den Rest vom Tag ausklingen lassen. Währenddessen wurden Geldmengen gedruckt, wie sie zuvor in der Geschichte noch nie gedruckt wurden. Eure Steuergelder wurden in einem unvorstellbaren Ausmaß verschwendet und der Euro ist immer schwächer und schwächer geworden. Make no mistake, inflation is largely the fault of Putin. Wie genau entstand aber die Inflation? Hier schauen wir uns mal die USA an. Präsident Joe Biden gibt Wladimir Putin die Schuld. Die Republikaner geben Biden und den Demokraten die Schuld. Einige Ökonomen und Wall Streeters schieben die Schuld auf die Fed. Alle zeigen mit den Fingern auf den dramatischen Anstieg der Inflation in den USA im vergangenen Jahr, der die Lohnzuwächse zunichte gemacht hat, die Aktienkurse zum schlechtesten Jahresstart seit 1970 getrieben und die Amerikaner allgemein in eine trübe Stimmung versetzt hat, was die Entwicklung des Landes angeht. Politiker auf beiden Seiten werden versuchen, die Zahlen zu ihrem Vorteil zu verdrehen, aber die Wahrheit darüber, wer oder was tatsächlich schuld an den seit den 1980er Jahren nicht mehr erreichten Inflationszahlen ist, ist komplexer als alle politischen Argumente oder Anti-Fed-Schriften. Es ist nicht nur die Fed oder das Ende der Infrastruktur oder die genaue Art des Stimulus oder irgendeine einzelne Sache, sagte die Harvard-Ökonomin Megan Green. Ich dachte eigentlich, die Fed hätte es letztes Jahr geschafft, als sie darauf wartete, dass die Inflation von alleine zurückgeht, weil die Pandemie nachließ. Dann traf Omikron, China und Russland überfiel die Ukraine. Vieles davon ist einfach nur sehr, sehr großes Pech. Das sind für mich unglaubliche Aussagen, wenn man mal hinter die Fassade schaut. Schaut euch dieses Bild mal an. Allein in den letzten 9 Jahren wurde so viel Geld gedruckt und in den Umlauf gebracht wie in der gesamten Geschichte der USA zuvor. Here comes the money. Here we go. Money talk. Denn seit spätestens 2008 versucht sie, die Wirtschaft anzukurbeln und Investitionen zu fördern, indem sie massiv Geld in die Wirtschaft pumpt. Wenn aber die Geldmenge erhöht wird, ohne dass mehr Wert produziert wird, verliert das Geld an Wert und die Preise steigen. Das ist ein Gesetz der Volkswirtschaft. Die Bedingungen für Inflation waren also schon vorher vorhanden, weil das Geld aber wegen fehlenden profitablen Investitionsmöglichkeiten nicht in die Produktion, sondern in die Spekulation floss, stiegen erstmal nur die Immobilienpreise, Aktienkurse und andere Anlagen wie Kryptowährungen. Corona verschärfte die Situation weiter und die Inflation schwappte auch in die Realwirtschaft über. Die bürgerlichen Regierungen drehten die Geldhähne noch weiter auf, um einen völligen Einbruch der Wirtschaft zu verhindern. Während dem ersten Jahr von Corona wurden weltweit 16,5 Billionen Dollar in die Wirtschaft gepumpt. In den USA wurde sogar Geld direkt an die Bevölkerung verteilt mit den Stimulus-Checks. Die Steigerung der Nachfrage nach den Lockdowns führte schließlich wegen der Anarchie des kapitalistischen Marktes und den komplexen, global vernetzten Produktionsketten zu Lieferproblemen und Knappheit, zum Beispiel bei Mikrochips.
Das fehlende Angebot führte zu einer Dynamik von Preissteigerungen. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen, ganz besonders für die Energie- und Lebensmittelpreise, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen und die Preissteigerungen sind außer Kontrolle. Diese Inflation wird sich auch nicht in Luft auslösen. Sie wurde jahrelang von der Krise des Kapitalismus und den bürgerlichen Maßnahmen dagegen vorbereitet und wird bleiben. And all you can talk about is money. Die große Frage ist nun jedoch, wie kann man sich schützen? Das Inflationsproblem ist nichts, was jetzt kurz aufgetaucht ist und so schnell wieder verschwindet. Es hat mit einem grundlegenden Problem zu tun. Und zwar, dass der Goldstandard abgelegt wurde und jegliches Geld, das Regierungen ausgeben, einzig und allein dadurch gedeckt ist, dass wir Menschen glauben, dass die Regierung schon das Richtige macht und alles stabil verlaufen wird. Doch bricht diese Fassade, verliert alles an Wert und am Ende sind es nur die Kleinen, die leiden. Der beste Schutz, und hier kommt nun die Verbindung zu Kryptos, sind Investitionen mit realem Wert für die Zukunft. Ob in Gold, ob in gute Aktien für die Zukunft, ob in gute Kryptos für die Zukunft. Es bringt euch nichts, euer hart verdientes Geld auf der Bank sitzen zu lassen, wo es jedes Jahr an Wert verliert. Im schlimmsten Fall zahlt man sogar noch Zinsen dafür, dass man sein Geld auf einer Bank hält. Investitionen in Gold gelten oft als Krisenwährung und Inflationsschutz schlechthin. Der knappe Rohstoff behält immer einen gewissen inneren Wert, würde wohl im Zweifel als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Auch andere Rohstoffe wie Silber können Inflationsschutz bieten. Ich selber bin mir zu 99,9% sicher, dass Kryptos die Zukunft der Finanzen und Währungen sind. Weshalb ich auch zweifellos sagen würde, dass Bitcoin ein Inflationsschutz ist, genauso wie andere Kryptos. Natürlich sieht es aktuell so nicht aus, aber man darf das auch nicht nur kurzfristig betrachten. Man darf nicht sagen, die Inflation steigt, aber Bitcoin fällt. Sollte Bitcoin eigentlich nicht steigen? Das ist ja gar kein Inflationsschutz. Man muss hier einen längeren Zeithorizont betrachten, mehrere Jahre. Und schaut man sich die Kurve mehrerer Jahre an, sieht man ganz klar, wie Bitcoin stetig die Inflation getrotzt hat und gestiegen ist über die Zeit und sich bewährt hat. Aktien gelten ebenfalls als Sachwerte, die steigende Inflation ausgleichen. Bei diesen Anlagen bleibt natürlich das Risiko, dass die Wertpapiere zwischendurch im Wert schwanken. In dem Fall hilft es, deine Anlagen zu diversifizieren. Allgemein sollte ein einziger Gedanke im Vordergrund stehen bei deinen Investitionen. Wird es in der realen Welt wirklich gebraucht werden in Zukunft? Wenn ja, dann wird es überleben und steigen langfristig. Schließlich können auch Immobilien wertbeständig sein oder sogar im Wert ansteigen. Allerdings kommt es immer genau auf die Immobilie an, die Lage, die Ausstattung und so weiter. Wer in einem Eigenheim lebt, muss sich zumindest nicht um steigende Mieten sorgen. Es kommt der Moment, an dem ihr euer Leben in eure eigene Hand nehmen müsst. Ihr könnt und dürft nicht darauf vertrauen, dass ihr mit eurer Schullaufbahn, eurem Studium und einem sicheren Job für den Rest eures Lebens sicher über die Runden kommt. Die Wahrscheinlichkeit darauf ist eher niedrig als hoch. Ihr müsst euch mit Investitionen befassen, recherchieren, weiterbilden, auch Einblick in die Politik und Wirtschaft machen und gewisse Entwicklungen sehen, die man niemals mitbekommt, wenn man als normaler Bürger seinem Job nachgeht und die 0815 Medien konsumiert, die euch dazu trimmen, perfekte Systembürger in ihrem Hamsterrad zu sein. Investitionen dürfen nicht sein, was ihr für den Rest eures Lebens vermeiden solltet. Die mit Abstand beste Investition, die man tätigen kann, um für eine unsichere finanzielle Zukunft gerüstet zu sein, ist eine Investition in sich selbst, aber das habt ihr sicher schon mal gehört. Eine Investition, die die eigene künftige Ertragskraft steigern wird. Wir leben leider in einem höchst kapitalistischen System und in dem gibt es eine ständige Geldumverteilung. Und es geht so gut wie immer von der Unter- und Mittelschicht zu der Oberschicht, von den kleinen normalen Bürgern zu den Reichen. Doch das ist kein Schicksal, dem ihr hilflos ausgesetzt seid. Übersteht die Phasen der Angst und der Zweifel, wenn ihr in Dinge investiert, denn in diesen Phasen wird das Geld meistens umverteilt. Die, die aus Angst verkaufen, die den Märkten ihren Rücken zuwenden und wieder in ihr altes Hamsterradleben zurückkehren, wo sie auf das Fiat-Geld vertrauen, während die Regierungen alles tun, um ihre eigenen Taschen zu füllen, die werden leider als Walfutter enden. Wer aber gegen den Strom schwimmt, sein Leben und seine Finanzen in seine eigene Hand nimmt, der kann es tatsächlich schaffen. Das ist keine ferne Realität oder Traumvorstellung. Es ist einzig und allein Geduld, Durchhaltevermögen und psychische Stärke. Zum Abschluss des Videos. Wie der Titel des Videos schon sagt, ihr wurdet belogen. Nicht nur belogen, ihr leidet auch unter den Lügen. Eure Lebensqualität verschlechtert sich und die einzige Möglichkeit, um aus diesem Hamsterrad zu kommen, ist etwas zu machen. Gegen den Strom zu schwimmen, in euch selbst zu investieren, die Ängste und Zweifel zu überwinden, euer Geld selbst in die Hand zu nehmen und in Dinge zu investieren, an die ihr selber glaubt, die es brauchen wird in Zukunft. Denn wenn ihr das nicht tut, ist euer Geld wert in der Kontrolle von Leuten, die den Wert seit seiner Existenz kontinuierlich nach unten getrieben haben, während sie selber reicher geworden sind.
Jeder von euch kann es schaffen, die Möglichkeiten sind unendlich und sie sind da vor eurer Nase. Ihr müsst nur die unangenehmen Schritte tätigen und den Glauben nicht verlieren. Jeder, der im Kryptomarkt investiert ist und das Ganze durchstehen wird, der wird davon profitieren, da habe ich absolut keinen Zweifel dran. Und ich möchte jedem Einzelnen bereits meine Glückwünsche aussprechen, denn ihr habt somit etwas getan, was nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung sich traut. Und es wird sich auszahlen. Tell them to bring me my money. Yeah! Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst bitte ein Like und Kommentar zu meiner Unterstützung. Und vergesst bitte nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Erfahrungen, Analysen und Handlungen auf dem Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung und ihr seid dazu verpflichtet, Selbstrecherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.